In Istanbul hat die Polizei eine schon im Vorfeld untersagte Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufgelöst. Die Türkei war letztes Jahr aus der Istanbul-Konvention des Europarates zum Schutz von Frauen ausgetreten, da sie nicht im Einklang mit den konservativen Werten der Türkei stünde, Scheidungen fördere und die traditionelle Familieneinheit untergrabe. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation We Will Stop Femicide wurden dieses Jahr allein in der Türkei bisher mindestens 349 Frauen getötet. Nach UNO-Angaben erlebt jede Frau im Verlauf ihres Lebens physische oder sexualisierte Gewalt, meist innerhalb einer Partnerschaft. Auch in Deutschland gibt es jeden Tag einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau und fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Weltweit wurde protestiert, Gewalt gegen Frauen ist ein globales Problem.